erwartet. Dann kommen wir jetzt zu den Warenvertriebskosten. Sehen Sie jetzt alle das Skript über die Warenvertriebskosten? Ja. Ja. Super. Okay. Warenvertriebskosten, wie diese schöne Grafik uns zeigt, sind all die Sachen, die von meinem Unternehmen, also alles, was es kostet, um meine Waren, meine Leistungen von meinem Unternehmen zum Kunden zu befördern. Bezugsnebenkosten ist das, was es kostet, den Kram vom Lieferanten zu mir zu befördern. Und dann geht es eben raus zum Kunden. Und das läuft auch im Wesentlichen hinaus auf Transport. Warenvertriebskosten sind alle Aufwendungen für Leistungen, die verbraucht werden, um verkaufte Waren, Erzeugnisse vom Unternehmen zu den Kunden zu bringen, sofern sie sich auf spezifische Lieferungen beziehen. Beispiel: Porto für ein spezifisches Paket zum Kunden verursacht Vertriebskosten. Ein Fernsehwerbespot, der Menschen erst zum Kauf animieren soll, bezieht sich nicht auf eine konkrete Lieferung und gehört deshalb nicht zu den Vertriebskosten. Es gehört zu den Werbekosten. Die Vertriebskosten sollen nach Handelsgesetzbuch und nach internationalen Richtlinien klar zu unterscheiden sein von den anderen Aufwendungen. Warum? Das versteht man später, wenn man Bestandsbewertung macht. Das heißt, wenn ich Briefmarken oder Paketmarken einkaufe, muss ich unterscheiden zwischen den Briefen und Paketen, die Lieferungen an den Kunden befördern, und den Briefen und Paketen, die von anderen Abteilungen aus anderen Gründen verschickt werden. Zum Beispiel Belege ans Finanzamt oder ein Belegordner an den Steuerberater. Das soll ich unterscheiden. Das geht in der Praxis oft durcheinander und da muss man das halt irgendwie über den Daumen justiert wieder zusammen in eine sinnvolle Form bringen. Aber man soll das klar trennen. Die wichtigsten Kategorien von Vertriebskosten sind Verpackungsmaterial und dabei die sogenannte Außenverpackung, also Paketkartons und sowas. Oder auch Schrumpffolie für Paletten. Dann Ausgangsfrachten, also alles, was ich für den Transport bezahle, von mir zum Kunden. Eventuell Transportversicherungen, falls ich extra welche abschließe, wenn das hochwertige Sachen sind. Zum Beispiel so eine Großanlage, die mal 1 Million kostet, dann macht es Sinn, das zu versichern. Weil nämlich manchmal in den Häfen oder auf den Schiffen auch Leute sind, die solche Sachen gerne mitnehmen, ohne zu bezahlen. Ist ja auch günstiger. Und dann ist das gut, das zu versichern. Dann Verkaufsprovisionen. Also was ich zum Beispiel Handelsvertretern als Provision bezahle, um dafür, dass sie für mich verkaufen. Die bekommen dann einen Anteil. Das gehört zu den Vertriebskosten, denn Verkaufsprovision zahle ich natürlich auch nur für Verkäufe, die tatsächlich passiert sind. Und dann gibt es noch Fremdleistungen des Vertriebs. Zum Beispiel, wenn andere Unternehmen für mich verpacken. Wir hatten zum Beispiel in der ersten Kanzlei, wo ich war, einen Mandanten, der hat als Spezialität Kaugummi verpackt für Supermärkte. Das war seine Spezialität. Er bekam von Wrigley zum Beispiel da mehrere Paletten Kaugummi und seine Aufgabe war, die in Packungen zu bringen, die
Ja. Frau Burmeister hat sich gemeldet. Ich sage ihr mal kurz, dass wir dabei sind. So, Vertriebskosten werden in den Aufwand gebucht. Je nachdem, an welchem Ort die Vertriebsleistungen ausgeführt werden und was genau sie beinhalten, sind sie oft mit Vorsteuer. Internationale Seefracht zum Beispiel ist standardmäßig ohne Vorsteuer und wird auch in US-Dollar berechnet. Wenn ich also von hier einen Container nach Tokio schicke oder nach Busan oder nach Frederikshavn, Moment, Frederikshavn ist in Dänemark, ne? Ja. Ah, Kristiansand ist Norwegen, wenn ich das dahin schicke. Nix vor Steuer. So, wenn ich so muss ich noch mal kurz hier antworten. Meine Info war nicht. So, genau. In der Gewinn- und Verlustrechnung nach Gesamtkostenverfahren sind die Vertriebskosten bei einem veröffentlichten Jahresabschluss normalerweise nicht erkennbar, da sie mit vielen anderen in der Position 8 sonstiger betrieblicher Aufwand zusammengerechnet werden. Man muss aber innerhalb des Unternehmens in der Lage sein, die zu erkennen. In der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren erscheinen die Vertriebskosten unter Position 4, sind aber gänzlich anders definiert. Hier enthalten sie auch den Personalaufwand des Vertriebs, die Abschreibung des Anlagevermögens der Vertriebsabteilung und so weiter. Wir machen nur Gesamtkostenverfahren im Grundkurs. Das heißt, die werden dann summiert unter der 8. Und deshalb stelle ich Ihnen das frei, ob Sie Vertriebskosten als eigenes Konto führen oder ob Sie das in die Nummer 8 mit reinnehmen. Ich habe es in einigen Lösungen gesondert und in einigen mit integriert, je nachdem, wie viel das ist. Ich werde jetzt einmal die Aufzeichnung beenden und gucken, dass ich die Kollegin noch dazu hole, die jetzt Skype runtergeladen hat.